Ja. Oh. Versuche Fahrzeuge im Mittelpunkt zu kaufen, um sie in dem Level freizuschalten. Ja, haben wir doch, oder? Wir haben noch nicht alle. Nein? Nö. Ich bin mir ziemlich sicher. Geh mal kurz raus. Jawohl, kann sein, dass wir alle haben. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben alle Fahrzeuge. Guckt jetzt ist er grün. Also ich meine wirklich, wir haben alle Fahrzeuge im Spiel gekauft. Muss das ein Oh Fahrzeug gewesen sein? nein! Oh nein! Das ist das Level. Och nö. Vor allem haben wir das Normale noch gar nicht so 100% gemacht bisher. Kann das echt? Nee, das ging Das ja können wir gar auch nicht nicht mit ohne Überholmenschen. Multiplikator. Das war ja unmöglich. Glaube ich. Doch, ich glaube schon. Ja, ist jetzt ein bisschen her wegen den Aufnahmen, aber ja. Ich könnte es ja trotzdem mal versuchen. Hör, wieso laufe ich hier über die. Hör, schau mal, ich laufe da drüber. Cool. Muss ich mehrmals laufen. Irgendwann sammle ich es ein. Oder auch nicht. Wow. Ding, ding. Ding, ding, ding. Du hast da Spaß? Siehst du die Enten bei mir? Oh. Hä? Was? Ich Da hab waren kein. Enten bei mir. Hast du die umgebracht? Internet. Achso, okay. Warte, was? Ding, ding, ding. Boah. So viel Geld, das wird so ein langes Level. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch in die Folge reinquetschen können. Egal, XXL-Folgen, das haben die Leute doch gern, oder? Klar. Klar doch. Mehr Content, hallo. Wieso kann ich denn. Ja, okay, macht schon Sinn, aber. Komm schon, so groß ist das jetzt auch nicht. Gibt's dann irgendwo noch ein Fahrzeug? Hast du irgendwann noch gesehen? Gibt's hier mehrere. Ja? Zum Beispiel da, wo ich gerade bin, gibt's ein Boot. Na gut, dann muss ich vielleicht noch mal mich umschauen, bevor ich jetzt alles wieder kaputt hau mit den Händen. Das, was zumindest so geht, die Art und Weise. Boing. Okay, ich mach mich mal auf die Suche. Vielleicht sehe ich dich. Ja? Ja? Nee? Nee. Map, map, map. Ja, aber ich glaube, zumindest sieht es bisher so aus, dass das Level machbar ist. Mit dem Geld her. Oder? Es sieht auf jeden Fall so aus. Und wenn ja, wäre das natürlich gut. Dann haben wir es hinter uns. Und wenn nein, dann nein. Lol. Also hast schon fünf. Ah. Wo könnte noch was sein? Wo könnte noch was sein? Da ist noch Geld. Hier ist einer. Den krieg ich aber nicht, oder? Oder? Ah, nee, den kriegst nur du. Bist du bei mir? Komm mal zu dir. Nee, komm du mal zu mir. Hab ich doch Muss nach gesagt. unten fahren. Oh. Danke fürs Boot. Das nehme ich natürlich an. Nein, Boot! Boot! Alter, ihr. Nein! Och, Michael! Ich hab den Ballon bekommen. Ich. Ja, toll! Da warst du aber unseren Wagen geschrottet! Ach! Was mach ich nur mit dir, ey? Ah, Gott, nee, ganz ehrlich, sieht grad nicht so gut aus mit dem Geld. Haben Da schon hinten 6 ist noch von was, ein 10, wir haben nicht mehr die Amphibienauto. Hälfte. Was? Da hinten ist noch ein Amphibienauto. Dann Und grab ein das mal. Ich weiß nicht. Hier ist ein Ballon. Krieg ich aber wahrscheinlich alleine noch. Ja, der fliegt nicht so weit hoch, den krieg ich. Der Legolong. Ballon. Long. Hä? Hä? Okay. Die Hitbox ist unten an diesem Stängel dran und dicht der Ballon selbst. Bisschen seltsam, aber na gut. Zumindest was bei dem so. Ich will ihn unbedingt haben. Ich will den Ballon. Map, 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 map. Nee, ich weiß nicht. Mit dem Geld sieht es halt echt kritisch aus. Okay, ab ein. Hab ich. Habe 1000 Mal. Miau, boah. ja, Kleinchen. Jung.
Ja, okay. Nee, mit dem Geld sieht es nicht gut aus. Machen wir das einfach, wenn wir auch wieder mal zwei haben. Ja. Ich habe das Gefühl, mal zwei ist wirklich ein Muss in diesem Spiel. Wahrscheinlich nicht, aber die haben es vermutlich so kalkuliert, dass du irgendwie so einen grauen Start, wenn du den nicht kriegst, dann hast du es verkackt. Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube wirklich, dass das Muss ist. Oh, hier war noch einer scheinbar hinterm Wasserfall. So, wo ist der letzte? Schau, dass man keinen so ein Radar hat oder so, um das zu sehen. Jetzt muss man sich nämlich hier rumeiern. Keine Ahnung, ich weiß doch nicht, wo du schon warst und wo nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich war. Keine Ahnung, ich guck meistens auf meinem Bildschirm. Sorry. Aber ist halt so. Hier ist noch ein bisschen Geld. Wenn hier noch Geld rumliegt, dann könnte es hier vielleicht sein. Please, hallo? Oh, den Wagen nehme ich natürlich an. Danke, tschüss. Tja, das wäre jetzt blöd gelaufen für dich. Miau. Aua. Hä? Warst du hier schon? Wo geht's lang? Oh. Wenn ich das Spiel so spiele, ich finde, das ist nicht so geil. Hä? Hier, ganz am Anfang ist direkt einer. Was hast du gesagt? Das Spiel ist gut gealtert? Ich finde, das Spiel ist nicht gut gealtert. Nee. Ich finde bisher, dass der erste Teil besser gealtert ist als der zweite Teil, oder? Finde ich auch, ja. Ich meine, der zweite Teil ist nicht schlecht, aber... Es war halt weniger nervig, weniger Fahrzeuglevels, die... Ja, okay, es gab da auch solche Levels, aber ich würde sagen, es war trotzdem erreichbar, weil man die wahren Abenteurer zu bekommen. Ja. Also wie gesagt, Leute, vielleicht schneide ich es mal irgendwann rein, vielleicht aber auch nicht. Die ganzen Level, wo wir bisher noch keine 100% haben, die werden wir vielleicht noch nachholen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich es reinschneiden werde am Ende oder nicht. Okay, levelmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Vier Level fehlen noch. Drei Charaktere fehlen noch. Und, ja... Warte, wo sind wir gerade? War hier nicht irgendwo ein Fahrzeug? Ich habe die ganze Erinnerung, dass es irgendein Wasserrennen gab, was ich nicht abgeschlossen habe. Das fing hier an. Okay, Ding. Zack. So. Aus dem Weg. Rechts wahrscheinlich. Jetzt wahrscheinlich nach unten irgendwo. Ich gehe mal davon aus, hier hinten. Okay. Jetzt im Kreis drehen. Ja. Und boing. Oh Gott. Und durch. Schau, das hat. Oder hatten wir das schon? Ne, den hatten wir noch nicht. Ah, siehst du, dann war vielleicht das ja das Rennen, was ich noch machen wollte. Stimmt, ja. Yeah, den hatten wir wirklich noch nicht. Wunderbar. Ey, komm her! Wo ist er hin? Hä? Oh, es respawnt, okay. Ey, hallo! Boah, das ist UFO! Hä? Flo, verschwinde dich einfach! Bleib hier! Du mit deinen Teleportationskräften, du russischer Offizier! So, haben wir Geld. Okay. Weißt du, was gerade aufgefallen ist? Bei den Leveln, wo der Pfeil sich von den Farben her abwechselt, die haben wir schon komplett durchgemacht. Aber bei den Leveln, wo nur eine Farbe an Pfeilen ist... Spring da mal rein, ne? Oh nein. Ach, verdammt, ich wollte noch ganz oben. Siehst du, da oben ist noch was. Das kriege ich jetzt nicht mehr. Egal, dann müssen wir es dann nachholen. Aber ja, wir kommen zurück zu... ich falle durch die Map. Wir brauchen toll, einen Charakter mit einem Speer. Ja, warum kriegen wir denn dann nicht automatisch zugestellt? Keine Ahnung. Aber wir wissen ja, wo der ist. Der ist ganz unten links, glaube ich. Und schau mal. Hier ist ja auch nur eine Farbe. Das heißt, hier wird das andere Level sein, ne? Mit einer Peitsche. Okay, Peitsche haben wir. Schön. Mit einem Sprengstoff. Ja, dann können wir wieder zurück. Haben wir einen Charakter mit einem Sprengstoff? Wir haben doch den, glaube ich, mit dem Granatenwerfer. Ja, oder? Haben wir den? Also wir müssen beim Charakterraster schauen. Haben wir den? Ich könnte glaub, einer von denen sein, das sieht man noch nicht. Entweder der rechts oben oder der links unten. Ja. Such du dir am besten mal. Ich guck mal, ob ich hier oben dran komme. Boah, diese dummen Treppen, ey.
Junge, wer hat sich das ausgedacht? Hopp, hopp. Aber ganz oben war auf jeden Fall noch eine Statue, die wir brauchen für die 100%. Oh, ich brauche dafür einen Speer. Okay. Okay, dann bis gleich. Da oben kannst du, glaube ich, dann einen Charakter freischalten. Was? Warte. Du hast ja Musik, das heißt, da sind welche, die du angreifen kannst. Vielleicht war das auch bei dir. Nee, bei dir ziemlich sicher. Ey, ja, was die, so? Die musst du töten. Hä? Und warum so spawnen die jetzt einfach aus dem Nichts gerade? Tja. Das war auch vor allem nur einer. Und hier hinten ist noch einer. Ich habe jetzt einen von denen, aber ich brauche den anderen, der so Granatwerfer, glaube ich. Also hast du den falschen von den beiden? Ja. Ah, schade. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle rüber. Bam, bam. Dann fehlt uns nur noch ein Charakter. Ja, wird hier einer sein jetzt? Denke ich schon, ja. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wo die spawnen, ne? Die glitschen hier rum. Schau mal, der ist da unten. Glitscht da rum. Ich weiß, ein bisschen rausgezoomt jetzt, aber kann ich nichts für. Wenn das Spiel so meint, es so darstellen zu müssen. Warte, haben wir schon das Alien? Ja, das Alien? Was für ein Alien? Ne? Okay, das ist der letzte. Ach so, lol. Die Story haben wir durch, ne? Ja, ja. Okay. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Alien voll cool finde und es immer als Kind haben wollte, als Figur, weil ich das so cool fand. Ich fand den vor allem als Actionfigur cool, habe ich dir mal erzählt. Dass wenn man alle gesammelt hat und alle Sticker dann... Ja, hat. Stimmt. Ich habe übrigens gesehen, es gibt jetzt wieder Indiana Jones Actionfiguren von Hasbro. Neue? Ja, vom neuen Film und es gibt eine Vintage-Serie von denen. Die ist, glaube ich, sogar noch günstiger. Oha, musst du mir mal zeigen, das ist ja krass. Ich finde den Gegner hier leider nicht. Was machen wir jetzt? Hm. Soll ich schon mal da oben das Level rein? Ah, nee, können wir nicht. Oder? Nee, doch, oder? Okay, ich hole auf jeden Fall schon mal hier oben das Ding. Das muss so da. Ey, ah, Junge, hallo! Ist dein Ernst? Okay, zumindest wurde ich hoch teleportiert. Egal. So. Ja? Bitte anvisieren. Dankeschön. Von hier oben sollte ich das erreichen. Nein! Zurück! Ich will das ja erstmal bekommen. Warte, bleib mal hier. Bleib mal hier. Das funktioniert doch. Safe. Safe funktioniert das. Oder brauchen wir dafür eine Dame? Warte, lass mich mal. Hol dir mal eine. Oder? Nee. Ich hab ein Gewehr. Vielleicht kann ich's. Ja, ich hol mir schnell die. Kannst du die Dame holen hier? Weil sonst verliere ich noch meinen Sperrtypen, das möchte ich nicht. Wir brauchen den ja jetzt. Oh, okay. Die Dinger, die Typen respawnen wieder. Wo ist Irinas Balko? Ach, da. Da! Ah, guck mal. Geht doch! Meine Güte, wo warst du denn vorhin? Wunderbar, Uga-Attentäter. Damit fehlt uns nur noch das Alien. Ja, hol dir mal das Girl, egal welches Girl, irgendeins. Muss einfach den anderen Knopf. Ja, ja. Und dann kannst du mal versuchen, da ranzukommen, das kaputt zu schlagen. Wie viel brauchen wir von denen noch? Ah, noch ein paar. Nein. Was passiert? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wieso? Weil du das Spiel pausiert hast, jetzt geht's wieder. Ich hab's nicht pausiert. Ah. Nimm den. Nee, nimm den Sperrtypen, genau. Warte, das war super close, das geht. Safe. Ich meine, wie soll das sonst gehen? Siehst du? Ist aber richtig böse gemacht. Ja. So, 7 von 10. Jetzt können wir dasselbe machen. Glaube ich? Nee, wir brauchen Sprengstoff, glaube ich, oder? War das dieses Level mit Sprengstoff? War es nicht das andere? Oh. Wer hat Sprengstoff? Der eine Soldat, aber ich weiß gerade nicht, wo der ist. War das einer mit einem grünen Outfit? Ja. Der ist safe irgendwo oben, oder? Glaube ich auch. Ich hole mir mal das UFO und flieg mal ein bisschen damit rum. Aber ich muss ehrlich sagen, obwohl ich die zweite Insel nicht mag, das hier ist mittlerweile ein bisschen ätzender. Ja. Übrigens, hier ist das dritte Level, was uns fehlte. Also wir haben jetzt alle drei Level gefunden. Die erste Insel war sehr gut, aber der Rest... Können wir direkt machen. Schon gemacht. Cool. Guck mal, da steht schon eine Zeit, das heißt, wir haben das gemacht. Hä? Ach so. Oh. Was wolltest du sagen? Fand die erste Insel am besten. Auf jeden Fall.
Ach, da ist der. Hast du gefunden? Ja. Okay, warte, dann fliege ich wieder zurück. Hier rein, ja? Warte, ich muss erstmal zu dem wechseln. Mach schnell. Hab ihn. Okay. Ich fall rein. Warte, komm. Wir brauchen aber den mit dem Speer, glaube ich. Du musst den mit dem Speer nehmen. Das ist hier bei mir. Das ist so ätzend, ey. Wer hat sich das ausgedacht? Oh Mann, egal, jetzt können wir es hier zumindest mal machen. So, ich muss erstmal hier einen Weg für uns bauen. Okay, oder springe alles in die Luft, kann man auch machen. Sag ich nichts gegen. Bisschen die Toilette runterspülen. Hä? Mein Charakter stand gerade in der Luft rum, hast du es gesehen? Ja, du musst hier dann noch. Genau. Boah. YouTube Compression will hate this level. Habe ich das Gefühl. Ja, ich erkenne auch schwer, was dort ist. Meine Augen! Ah. Das ist schon unangenehm für die Augen. Aber wir können doch schwimmen, ich dachte, versterben wir. Oh. Das macht's natürlich wesentlich leichter. Zack. Ich glaube, da, ja, das musst du hier wegsprengen. Da musst du rüber und dann wegsprengen. Oder von. Ja, ja, achso, ja, gut. Die Musik ist schön. Mhm. Ist ziemlich entspannt. Das ist, glaube ich, der Film. Das ist sogar das Film vom Kristallschädel. Welcher Film meinst du hatte die beste Musik overall? Der erste Teil eindeutig. Der hat auch die ganzen bekannten Soundtracks überhaupt rausgebracht, wie den Raiders Marsch. Und der hat mein Lieblings-Soundtrack aller Zeiten, Marion's Theme. Ja? Das dann später mehrfach in mehreren Filmen benutzt wurde. Generell, der erste Teil hat Soundtracks, die glaube ich in allen Filmen verwendet wurden, auch im fünften Teil. Mir ist beim fünften Teil aufgefallen, die haben sehr viele Soundtracks von alten Filmen einfach übernommen. Achso, ja, der fünfte Teil ist hier, während ist ja letztens rausgekommen. Du wirst ja aufnehmen. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Michael hat ihn schon gesehen. Ja. Und hat gesagt, ne, Michael, hast ja gesagt, der Film ist genauso, wie alle gedacht haben bei dem vierten Film. Alle heulen rum, obwohl er gar nicht mal so schlecht ist. Wobei viele sagen, der ist besser als der vierte Teil. Ich habe ihn noch nicht geschaut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schlecht ist. Übrigens sehr schön, wie unten so ganz viel Lilanes war. Hat mir Spaß gemacht zum Einsammeln. Ja, ich finde das viel angenehmer. Yeah! Jetzt finden wir noch zwei Level und einen Charakter. Und dann sind wir hier mit dem mit diesem Film durch. Zumindest bis ich am Ende. Das müssen wir auch noch machen. Bis ich am Ende des Let's Plays nochmal. Na toll, dankeschön. Wen brauchen wir noch? 100% Sprengstoff und Peitsche. Okay, du musst Indie werden. Geld mache. So, genau. So, das müsste reichen. Einfach Indie und der Typ, den du gerade spielst. Bumm. Hä? Ah, das ist das Level. Jetzt erinnere ich mich wieder. Hm. Na, stimmt, ja. Wir müssen jetzt alle wieder killen. Ui, ist. Lina Stats nehme ich immer gerne mit. Die sind immer schön zu sehen. Kannst du es wegsprengen? Das wäre krass. Ich sehe leider bei mir unten nichts. Ich glaube, du siehst aber gerade auch nichts. Kamera geht total ab. Ich glaube, das wäre besser, wenn wir in der Nähe bleiben. Ja, ja. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Ausnahmsweise. Aber wie findest du es besser, so wie im ersten Teil geregelt wurde mit Koop oder im zweiten Teil hier? Ich fand die Koop im ersten tatsächlich besser. Aber Schäfer, wie krank das wäre, würde jeder nur seinen eigenen Bildschirm sehen, wenn man das umsetzen könnte. Ja, es gibt ja keinen Online-Multiplayer. Das muss man ja dann online regeln. Übrigens, wir haben jetzt schon das ganze Geld, was wir brauchen, also müssen wir eigentlich nur die Mission jetzt erledigen. Weißt du, was das ist? Ich könnte mir vorstellen, dass wir alle besiegen müssen. Das ist meine Theorie. Warte mal, wie viel Geld haben wir jetzt gerade eigentlich hier bei dem Level? Also nicht von dem Level selbst, sondern generell da auf der Map. Ah, ich glaube unter 100.000, also nicht so viel. Weil ich glaube, schon hier! Für den letzten. Ich hab's auch gesehen. Für den letzten Charakter brauchen wir, glaube ich, wieder 1 Million. Oh, was? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich hab's auf jeden Fall Micha schon mal gesagt. Alles, was mit Geld zu tun hat hier in dem Spiel, werde ich entweder ganz am Ende machen oder irgendwann halt offscreen. Auf jeden Fall ist es halt nicht so wichtig. Deshalb mache ich es halt nach. Wir wollen erstmal zusammen Koop das Spiel durchspielen. Dann kann ich ja allein nochmal das ganze Geld farmen und den Rest sammeln. Ähnlich wie wir es im ersten Teil gemacht haben.
So ähnlich auf jeden Fall. Weg mit dir. Ja, vielleicht farm ich ja mal offscreen, ansonsten mal jetzt ganz am Ende des Spiels. Wir schauen mal. Aber irgendwie habe ich jetzt immer noch keine Ahnung, was wir machen müssen. Die spawnen immer weiter und es passiert nichts. Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass wir vielleicht irgendwelche Schalter oder so aktivieren müssen. Na, stimmt, ja. Ja? Da sind ja 4 Schalter, die wir aktivieren müssen, aber müssen wir schauen, wie wir das machen. Ist hier irgendwas? Vielleicht gibt es irgendwo Objekte. Ah ja, da kann ich, glaube ich, oder? Kann ich da was hoch? Was ist das hier? Vielleicht müssen wir auch da die Eingänge da aufspringen. Vielleicht kann man dann da rein. Nicht der blaue Stein. Was, kannst du das da aufspringen? Halt mal gedrückt. Nö. Das sind stabile Blätter. Aber schau mal, hier oben ist ja der Schatz. Und hier müssen wir irgendwie 4 Knöpfe aktivieren können. Wozu brauchen wir eine Peitsche? Die wird für irgendwas nützlich sein. Wir sollen ja mit einer Peitsche und mit Sprengstoff hier durchkommen. Hä? Und was sehen wir hier nicht? Vielleicht kannst du mit der Peitsche da irgendwo dran ziehen. Geh mal an den anderen Knopf. An den anderen. Vielleicht kannst du dich irgendwo am Gerüst mit der Peitsche dran ziehen. Nee. Ah, ich weiß es. Ja? Ich glaube, du musst einen der Gegner mit der Peitsche da draufsetzen. Oh! Bleiben die so lange? Das ist die Frage. Hallo? Ja, hier kommen entweder alle zusammen oder keiner. Ja, toll. Guck mal, wie ich ihn mitnehmen. Schau mal, das ist mein kleiner Hundi. Oh Gott, das könnte man jetzt out of context nehmen. Oh mein Gott, Indy ist für Sklaverei. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird erstmal gecancelt im 5. Film. Wie lasse ich ihn los, ist die Frage. Bro? Kommt er automatisch zu mir her? Ich würde dir empfehlen, dass der auf einem unteren Sitz. So. Okay, jetzt müssen wir schnell noch einen anderen holen. Oh Gott, ich hoffe, das klappt. Ich überwache den. Achte darauf, dass er nicht stirbt. Er darf nicht sterben. Das macht es nur schwieriger. So. Ich nehme den nächsten Köter mit. Der andere hat sich nicht gut benommen. Habe ich jetzt eine Köterin? Okay, dann müsst ihr einfach da schnell zu zweit drauf, dann musst du nicht mal unbedingt loslassen. Nein, du gehst da jetzt weg, ich mach die oben hin. Die kommen gefälligst nach oben. So. Yay! Woo! Okay, ein Level fehlt uns noch, glaube ich. Ah doch, wir haben mehr Geld, als ich gedacht habe. Ah. Trotzdem brauchen wir noch etwa 1 Million. Jetzt ist halt die Frage, welchen Charakter nehmen wir jetzt alles mit? Ich nehme am besten den weiblichen Char mit, oder? Mach das. Oder so? Ich glaube, da wäre ein Stein, wenn du Indy nimmst und mit der Peitsche dann da an der Blume ziehst, aber dann... Das wäre nur ein normaler Stein. Ah, warte mal, da hinten ist ein Blumen, vielleicht muss man da mit einem weiblichen Charakter hin. Hä? Hier unten, da unten. Ich wollte eigentlich gerade Indy holen, aber okay. Ich komm noch nicht runter, hä? Muss man... Hä? Wo bist du denn? Achso! Hä, wieso kann man denn hier runter, aber da drüben nicht? Weil ja. Sonst so einfach wäre, keine Ahnung. Nee, geh du mal zurück und hol dir Indy, wenn das geht. Weil du meintest, einen weiblichen Charakter. Bam. 9 von 10! Ah, da hinten. Ah. Ja, da brauchen wir einen Uga. Einen weiblichen Ugon? Ah nee, erstmal einen Ugon, dann... Oh Gott. Oh, das dauert so ewig lange, du brauchst so viele verschiedene Characters und die meisten kriegst du nicht. Musst du erstmal wieder suchen auf dieser riesengroßen Insel, ey, es ist so nervig, Mann. Wir müssen erstmal hier wieder hochkommen, ne? Ja. Wo kommt man überhaupt hoch? Das ist nicht dein Ernst, oder? Hier kommt man, glaube ich, hoch. Alter. Was Mach haben sie sich hier dabei gedacht? What were they thinking? Das frage ich mich. Komm, rein, raus. Nee, komm. Rein, raus, damit Indy spawnt. Indy ist aber bei mir. Nö, jetzt ist er bei dir. Wir brauchen aber einen Uga. Ja, aber hol die doch Indy. Hol du die Indy?
Wir brauchen einen Ogre und einen weiblichen Charakter, nicht Indien. Die brauchen wir nur, um den, da Stein, den Stein da zu bekommen. Das ist ja trotzdem etwas, was wir machen müssen. Dann fahr du doch schon mal hin und mach das. Und ich such den Ogre. Wenn ich ihn gefunden hab, dann kann ich dich direkt dahin tippen. Hier ist er doch. Ja. Ja. Alter, jetzt komme ich wegen deinem Fahrzeug nicht mehr weg. Und was gibt dir das? Yay, das 10. von den roten. Okay, jetzt muss ich einen Ogre holen. Ja, dann während du nach oben gehst und den holst, kannst du direkt mal nachschauen, was unsere Belohnung wäre. Was unser Cheatcode wäre. Boah, mal 10, aber 8 Millionen ist echt viel zu viel. Hä? Ich glaube, irgendwelche Leute holen sich das und das lohnt sich dann am Ende auch für die. Ja, also klar, wenn du so süchtig bist nach dem Spiel und immer wieder die gleichen Level 5 mal hintereinander machst, dann ja, okay, lohnt sich das schon. Weil mit dem Geld kannst du so viel skippen im Spiel, aber. Aber dennoch. Möchte ich erstmal gucken, ob wir nur mit mal 2 auskommen, weißt du? Aber gut. Dann können wir zumindest hier weiterkommen. Uns fehlen ja nur noch 3 blaue und ein grüner. Wenn hier ein grüner ist, dann haben wir direkt schon das nächste freigeschaltet. Die blauen sind auf jeden Fall diese Skorpionsteine da. Ich glaube, du brauchst, oder? Nee, oder? Brauchst du das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich kann's, glaube ich, einfach rüberspringen.